Wir stehen da vor einem Riesenloch mitten in Graz. Das ist eine Bildungslücke. Warum haben wir dieses Thema für heute gewählt? Wenn die Bildung nicht funktioniert, sind es die Arbeitslosen von morgen. Wenn die Bildung nicht funktioniert, dann gibt es Probleme in der Integration. Und wenn die Bildung nicht funktioniert, dann nimmt man letztendlich den zukünftigen Generationen die wichtigste Chance. Wir wollen, dass es einen Rechtsanspruch gibt, für jedes Kind in der Steiermark ab dem zweiten Lebensjahr einen Kinderbetreuungsplatz zu haben. Wir glauben auch, es soll bei der Kinderbetreuung nicht sein, dass die Menschen in der Steiermark, die Eltern, die Mütter, die Väter, nicht Menschen zweiter Klasse sind, sondern dass wir es schaffen, wie Oberösterreich und wie Wien es hat, den Kindergarten für 2 Jahre vor Schulbeginn gratis zu machen. Wir haben in der Steiermark gute Voraussetzungen, dass wir einen Lebensraum schaffen können, der Platz gibt für alle Menschen, die hier bei uns sind. Und wir können eine solidarische Gesellschaft in der Steiermark herbeiführen, wenn wir eine andere Politik machen, als es SPÖ und ÖVP in den letzten 4 Jahren getan haben. Wer gute Bildung erhält, fällt einfach auf diese einfachen Sprüche, auf die Hetzparolen und die Hassparolen der FPÖ nicht hinein. Wir wollen eine zuversichtliche Politik machen. Wir haben über Jahre Konzepte auch im Landtag in der Steiermark auf den Tisch gelegt, wie wir uns die Steiermark vorstellen. Und ich glaube, dass dieses Land viele Chancen hat, dass es viele Talente in diesem Land gibt. Und das ist das, was die Grünen am 31. Mai als Angebot an die steirische Bevölkerung auf den Tisch legen. Wir wollen Sie einladen, ein Stück des Weges mit den Grünen zu gehen.